gefreut habe. Mach mit. Lalala. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist schon Donnerstag. Ich habe vorhin die Aufnahmen mir angeguckt und ich habe ja gestern nur das Essen gefilmt. Ich habe gestern nicht gevloggt. Es war auch nichts Spannendes irgendwie und ich war irgendwie auch voll unmotiviert zu vloggen gestern. Aber heute ist wieder schönes Wetter, es scheint die Sonne und ich fahre jetzt gleich mit den zwei Kleinen zum Rossmann. So, jetzt, ich muss hier mal kurz unter dem Tisch gucken, was Mama, hier macht. Manchmal fallen Sachen hier runter vom Tisch. Super, hast du es gemacht, toll. So ein großes Haus. Warte, wir zeigen es mal. Wow, die haben jetzt ein Haus gebaut. Toll. So groß. Und wer wohnt da jetzt drin, die Autos oder die Paw Patrol? Wer wohnt da jetzt drin? Hm? Alle zusammen? Ja, ja. Guck, guck. Der macht immer die Polster von mir. So, ich muss auf jeden Fall den Akku anstecken, sehe ich gerade. Wo waren wir stehen geblieben? Wir fahren jetzt gleich zu Rossmann. Denn wir brauchen Milch und ein paar Sachen. Und daneben ist Penny. Backsachen. Ich habe ja am Samstag Geburtstag und Selina und Leonie backen einen Kuchen für die Mama, gell? Ja? Obwohl es ein Kartenlauf mit Mama. Du hilfst mir, gell? Ja. Und du bist ganz laut. Ja, genau. Und dann holen wir noch ein bisschen Obst und sowas. Brot für heute an. Die Baguettes, die ich gestern gebacken habe, waren übrigens mega lecker. Hm. Ihr wundert euch, Leonie ist wieder zu Hause, ja. Der Elias hatte die letzten Nächte immer so schlimm Hustenanfälle nachts, dass er länger wach war und einfach länger geschlafen hat. Deswegen habe ich ihn nicht geweckt und dann war es halt zu spät für den Kindergarten, aber ich finde es nicht schlimm. Er braucht seinen Schlaf, damit er wieder fit wird und das ist mir wichtiger. Vor allem, wer weiß, was da wieder ist an Krankheiten. Und wir haben gestern ein Paket von der lieben Anja bekommen aus der Schweiz. Die hat uns ein Fiebersaft geschickt aus der Apotheke, was ihr Kleiner gut verträgt, wenn er Halsschmerzen hat. Das probieren wir mal aus und vielen Dank nochmal dafür und richtig coole Süßigkeiten. Da ist nicht mehr viel übrig. Der Lukas hat sich gleich auf diese Knoppers-Bonbons hier gestürzt. Die gibt es ja bei uns in Deutschland nicht. Mega lecker und schaut mal, nicht mehr viel drin. Und ich habe hier diese... Und ich habe hier diese Waffeln aufgemacht, mega lecker. Und jetzt hier noch sowas. Und hier, das soll richtig gut sein, das hat sie mir geschickt für den Elias. Beim nächsten Mal, wenn er so schlimme Halsschmerzen hat. Soll anscheinend sehr gut sein. Und hier von die Fische. Ein Hai. Und eine Katze. Und wer ist das, Leonie? Was haben wir gestern gesagt? Wer ist das? Elias. Oh, die. Auch so süß wie ihr, gell? Oh, ich finde die so süß, die kleinen Äffchen. So, ich mache gerade jetzt noch eine Milch. Und das ist der eine ein paar Mädels. Das ist also die Sonne scheint, aber es ist richtig, richtig kalt. Es ist auch noch alles gefroren. Ihr zwei. Seid ihr bereit? Aha. Ja. Später können wir vielleicht spazieren gehen oder auf den Spielplatz, ne? Wenn es wärmer wird. Da, mit Selina oder Lukas. Okay? Nina. Roller fahren wolltest du, gell? Oder ein Fahrrad. Ja, oder Fahrrad. Aber Roller kannst du ja alleine. So. Ja, ich habe schon Roller. Noch nicht rausgehen, man muss den Schlüssel... Ich krieg ihn nicht ab. Hilfe, jetzt. Den nehmen wir mit und die Beutel hier müssen wir mitnehmen. Mhm, jetzt kannst du aufmachen. Achso, mein Autoschlüssel liegt hier. Langsam. Ja, dann kriegst du gleich Schoko. Ja, es ist schwer. Aber die Masken. Mhm. Warte mal, die nehmen wir noch mal mit. Die sind nämlich richtig gut. Die sind richtig gut. Den Preis also echt top. Die kannst du reinmachen. Papa, Elias.
Ich sehe gerade, hier gibt es auch von Isana diese. Da sind sogar 36 Stück drin. Okay. Ich glaube, das nehme ich auch mal mit zum Probieren. Das nehmen wir auch mit. Ja. Hier brauchen wir nichts. Schminksachen. Mhm. Dann guckt man immer gerne, gell? Was ist das? Ja, hier ist mein Lippenstift. Der ist richtig toll. Mamas Lippenstift. Die Nummer 40. Ist richtig super. Weiter. Mhm. Gehen wir weiter. Hier brauchen wir auch nichts. Mama, Vorsicht! Vorsicht! Hoppala. Entschuldigung. Warte, mal hier rüber. So. Guck mal, was ist das? Mama braucht mal neue Haargummis. Ja, warte, ich guck mal, wie die Haare auf meinen. Wir müssen hier rüber. Hier sind Haargummis. Wow, was für schöne Nägel. Schick. Hier sind Haargummis. Fährst du hier rüber? Schaffst du das? Super. Ich brauche irgendwas anderes. Diese dünnen. Ja, ziehen mir doch jetzt die Haare irgendwie. Ja, du kannst hier Schmuck gucken. Mama guckt mal hier nach den Haargummis. Irgendwas Dickeres. Warte, ich schiebe mal kurz hier rüber, ja? Zu mir. Hier ist noch sowas. Oh, jetzt ist irgendwas runtergefallen. Mami, haben die Katzen? Ja, die Katzen haben wir. Irgendwas ist da runtergefallen. Leonie, kannst du bitte aufheben? Da, guck mal hinter dir. Da. Irgendwie, ich weiß nicht. Danke. Ja, du kriegst eine und Mama kriegt eine. Oh, guck mal, Leonie. Die ist ja süß. Ja, du kriegst doch auch eine. Die nehme ich mal mit. Riecht bestimmt gut. Mhm, Kirsche, oh ja. Da müssen wir jetzt dran riechen. Mama liebt Kirsche. Ich war auch. Das nehmen wir mit. Das riecht nach Huba Buba Kaugummi. Und eine neue Box, denn unsere ist kaputt. Nehmen wir eine neue Box mit. Was du alles findest hier. Was ist denn das? Was Neues? Neue Feuchttücher? Was ist das? Calendula. So, jetzt gehen wir hier rüber schnell. Und Penny. Brokkoli? Wollen wir Brokkoli machen? Ja. Ja? Dann such mal einen schönen aus. Hier da. Der ist schön? Ja. Okay, dann pack ein. Brokkoli mag ich meistens. Ja. Guck mal, hier sind Himbeeren. Können wir Himbeeren mitnehmen? Ja, warte, warte, das sind Erdbeeren. Himbeeren sind hier, guck mal. Himbeeren. Eine kleine Schale? Ja, sieht gut aus. Die könnt ihr später essen. Was gibt's da noch? Eine Gurke haben wir noch. Tomaten haben wir auch. Ja, willst du das essen?
So, nur Backsachen. Leonie, die Butter kannst du schon mal. Oh, nee. Stopp bei Action, wir brauchen nämlich Backförmchen. Schaut mal, 14,95. Was Leonie auch hat. Das ist zum Hüpfen. Das ist auch cool. Muss man immer so hüpfen. Ja, aber ich glaube, da bist du noch zu klein. Und dann leuchtet es. Gibt's denn für tolle Angebote heute? Kerzen, Töpfe für den Garten. Auch nicht schlecht, so Riesenteile für 5 Euro. Die großen 5 Euro, die kleinen 2,37. Da ist jemand drauf. Ui, jetzt wollen alle raus. Oh Gott. So, wir fassen die mal nicht mehr an. So. Und Bademappen. Große, richtig schön geschmissen. Hm. Zum Feiern. Aber ich glaube, wir haben sowas noch. So, jetzt gucken wir nach dem Backförmchen. Komm. Backförmchen. Die sind da hinten. Den kannst du mit Selina backen. Werkzeug. Hier sind auch schon Backförmchen, aber hier sind die nicht dabei. Die sind hier um die Ecke. Hm. Hier. Oh nein, das hat bloß den ausverkauft. Hier haben sie gefunden, die sind jetzt auf der anderen Seite. 1,99 4 Stück. Dann nehmen wir mal 2 Packungen mit. Okay? Da. Ja. Voll ist das süß. Oh. Oh. Die ist cool, gell, die Schüssel. Eine Rührschüssel. Sieht toll aus. Rio. Ich dachte, ich nutze das mal aus, weil die Kinder haben beide gute Laune. Das ist Hundespielzeug. Was ist das? Alles für den Hund. Hier alles, guck. Alles für den Hund. Haben auch schon was gekauft, gell? Oh, was ist das denn? Sieht lustig aus. Guck mal, das ist so ein Gummi. Zum Beißen. Hä? Nicht im Mund. Das ist doch kein Hund. Ach, was ist denn das hier? Das ist süß. Vorratsglas mit Deckel. Und das ist ein kleines, kleiner Muffin. Mami. Mhm. Ein Tigertafel. Dann stellst du mal wieder zurück, ganz vorsichtig. Falls jemand braucht, hier für den Garten. Ich überlege gerade, ob ich das brauche. Obwohl, nee. So was hier. Haben wir, glaube ich, schon alles. Was hast du denn da? Ach, eigentlich brauche ich die Teile. Aber ich weiß nicht, welche das waren. Die Packung eigentlich. Und das ist die grün? Hm. Dann ich beim nächsten Mal mit. Chillst du eine Runde? So süß die Stühle. Was kosten die? 3,99. Was hast du gesehen? Peppa Pig? Oder Josh? Oh, süß. Da oben ist Mickey Mouse. Ja. Okay. Wir sind wieder zu Hause. Geschafft, alles reinzutragen. Elias trägt noch seine Schuhe rum. Leonie wollte die eigentlich wegbringen. Du auch? Bringst die Schuhe weg? Wir haben wieder Windeln für den Elias. Getränke. Das ist die Action-Tüte. Das zeige ich euch gleich. Und hier sind noch ein paar Sachen. Die Kühlsachen sind schon im Kühlschrank. Die Eier zum Backen, das muss eigentlich nicht in den Kühlschrank. Das nehmen wir wieder raus. Himbeeren, mach's den Kindern gleich.
Genau, ich war nämlich vorhin ganz schnell zu Hause, habe die Kühlsachen wenigstens in den Kühlschrank getan. Und dann bin ich erst zu Action gefahren. Genau. Vorsichtig! Hier sind noch ein paar Sachen vom Rossmann. Eins hatte Elias schon gegessen. Die Box, die uns kaputt gegangen ist, Tomatenmark von Penny. Hier noch ein paar Sachen. Zucker. Hier habe ich auch noch ein paar Sachen mitgenommen für die Selina. Haargummis habe ich jetzt die hier mitgenommen für. Hoppala, Vorsicht! Mama gibt dir gleich den Himbeeren. Moment. Brokkoli, ein Kartoffelbrot habe ich jetzt nicht schneiden lassen. Schneide ich es gleich. Und Elias will Himbeeren. Okay. Elias isst hier seine Erdbeeren, wollte ich sagen. Himbeeren. Und ich zeige euch, was ich im Action gekauft habe. Und Leonie hat irgendwelche Probleme, findet irgendwas nicht oben. Moment kurz. Ein paar Sachen haben wir noch mitgenommen bei Action. Also zweimal von diesen Backförmchen. Das zeige ich euch auch gleich, was wir backen möchten. Moment. Ich durfte mir nämlich was aussuchen zum Geburtstag und Leonie zeigt mir ja schon seit Monaten diese Törtchen hier. Und deswegen habe ich mir die Törtchen ausgesucht, weil die so lecker aussehen. Die da hier. Mit Walnüssen. Deswegen habe ich auch Walnüsse gekauft vorhin beim Penny. Ja, bin mal gespannt. Also so kompliziert sieht das gar nicht aus hier. Braucht man Mürbeteig, einen Belag. Ja. Wird schon klappen. Die Mädels backen ja gerne, vor allem Selina und Leonia auch. Dann habe ich mir eine Schlüpfe mitgenommen für 1,99. Also ich kann euch echt sagen, die Schlüpfe von Action sind richtig super und vor allem für den Preis. Dann habe ich eine Zahncreme für den... So, ich habe mich nämlich letztes Mal bei DM vergriffen, denn ich habe die Packung von 0 bis... Ich weiß jetzt nicht, was die andere waren, 0 bis 3 oder 0 bis 5. Lag oben drauf und ich dachte, das wären die ganzen Zahncremes und habe eine von unten genommen, das waren aber nicht die. Aber das ist ja nicht so schlimm, die kann ich ja für Leonie nehmen, die war nämlich von ab zwei Jahre. Und die ist jetzt für den Elias von 0 bis 5. Dann habe ich Sneakersocken 1,99 für die weißen Schuhe jetzt im Frühling. Dann habe ich Kerzen mitgenommen, jetzt nicht unbedingt für meinen Geburtstag, aber... Wir haben keine Kerzen mehr gehabt, deswegen habe ich die mitgenommen. Und Leonie möchte ja an meinen Geburtstag auch pusten, deswegen kann man dann eine für sie anziehen. Und ich hatte Lust auf Snickers. 3,29 € oder 39 € für so ein Riesenpaket. Wie viel sind das? 10 Stück. Hast du gegessen, Elias? Guck mal, die Himbeeren liegen hier auf dem Boden. Da, am. Das schmeckt gut, gell? Lecker. Und dann habe ich noch neue Zahnbürsten mitgenommen von Elmex. Ne, von Colgate. Verschiedene Farben, damit wir nicht durcheinander kommen. Haben gekostet 1,19 € jeweils. Genau, und meine Feuchttücher, die ich in der Hand habe. So. Oh, jetzt siehst du lecker aus, mein Schatz. Jetzt siehst du richtig toll aus. Volle Himbeeren. Willst du noch? So, Mama kocht ganz schnell. Beide Kinder rasten aus. Gerade ruhig. Wow, ich mache die Kamera durch. Mit Spätzle und so eine, ich habe keine Sahne, ich mache so eine Schmandsoße dazu, irgendwie was Schnelles. Oh. Du willst so Mami kuscheln, ich weiß. Aber Mami muss ganz viel kochen. Also das schnelle Gericht kommt gut an. Lukas hat sich gerade die zweite Portion schon geholt. Das nehme ich auch schon zu Hause. Darf ich jetzt dran? Ja. Nee, parkt die Autos um den Teller. Na, ess weiter. Nicht vergessen zu essen. Und dem Elias schmeckt es auch, gell? Schmand. Sonst machst du ja immer mit Sahne, aber ein Schmand schmeckt irgendwie noch besser. Ja.
du gut gemacht. Das war jetzt anstrengend, oder? Ja, bei Kraft. Pass auf! Du kannst ja schon mal rüberfahren. Da ist nämlich der Spielplatz. Wir wissen nicht ganz genau, ob das privat ist, aber falls es privat ist, werden wir weg. Dann werden wir weggescheucht, oder? Ach, ich glaube nicht, dass es privat ist. Also hier ist so ein Schild, das ist, was? Das ist nicht privat. Musst du gerade da? Auf dem Riesenteil? Da ist doch eine kleine Rutsche, Leonie. Warte kurz, ich komme. Jetzt schläft. Ja, ich komme. Oh mein Gott. Leonie, das ist gefährlich. Da fällst du runter. Komm, wir nehmen mal die kleine Rutsche. Oder hier, über die Brücke kannst du. Siehst du, da ist eine Brücke. Ich glaube, das geht besser. Ui. Das ist aber ganz hoch. Wo willst du jetzt? Hier über die Brücke oder da, die kleine? Da? Okay. Das kennst du ja schon. Da kannst du ja alleine hoch. Gell? Leg mal kurz den Elias hin, ja? Pass auf, stoß dir nicht in den Kopf. Der ist nämlich auch hier am Sitzen. Das ist so schön heute. Im Schatten ist es kühl, aber in der Sonne ist es schön. Hoffentlich bleibt das jetzt so. Das ist immer voll gute Laune. Ich liebe es. Das ist so süß. Guck mal. Hm? Ach, willst du darüber? Ist schön, der Spielplatz, ganz neu gebaut worden hier. Endlich mein gescheiter Spielplatz. Lukas ist auch da. Hat seine Prinzessin trinken vorbeigebracht. Mama hat vergessen. Ist mit dem Fahrrad hergekommen. Ja, am Schluss ist Leonie noch hingefallen. Was denn jetzt? So, die Mama macht sich jetzt hier ein Kartoffelbrot. So. Die Leonie hat sich auf dem Heimweg verletzt, ist vom Roller gefallen. Also die ist gefahren und ist über eine Kante und ist über den Roller gefahren auf die Handfläche. Und da waren halt so fette Steine. Und jetzt hat sie hier eine offene Stelle und es sieht richtig tief aus. Ich muss, ich glaube, morgen oder heute noch zur Apotheke, weil mein Mundschutzspray ist weg. Entweder das war leer oder irgendjemand hat es genommen und hat es nicht wieder an die Stelle zurückgelegt. Das kenne ich ja schon hier, dass das so gemacht wird. Ich gucke mal oben im Bad nochmal, aber ja, eigentlich habe ich sowas hier unten, wenn irgendwas ist, dass ich gleich sprühen kann. Und es brennt ja nicht. Das ist ja extra so verbunden gemacht, dass es nicht brennt. Ja. Und dann war der Spaziergang vorbei. Die arme Maus. So, hier steht schon alles für meinen Geburtstags, für meine Geburtstagsküchlein bereit. Und morgen, Freitag genau, wird dann gebacken mit Leonie. Total süß. Freue ich mich. So, und jetzt wünsche ich euch einen schönen Donnerstagabend, denn ich lade das Video heute für euch hoch, da heute um 11 Uhr keins kam. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.